Philip? Hello? Mira? Bist du wach? Ja, natürlich bin ich wach. Aber warum bist du hier? Ich bin schon die ganze Zeit hier. Für jeden Freitag. Ich schreibe an meinem Buch. Aber du hast mir doch eine Nachricht hinterlassen, dass du arbeiten bist. Ja, von hier. Ich bin die ganze Zeit hier und schreibe. Nein, das kann nicht sein. Ich war alleine hier. Ich habe dich angerufen. Du warst nicht erreichbar und die Balkontüre stand weit offen, obwohl ich sie geschlossen hatte. Ganz ruhig. Ich habe mein Handy ausgeschaltet, damit mich niemand stört. Dann bin ich immer wieder ins Wohnzimmer, um nach dir zu schauen.
Aber du hast geschlafen. Da wollte ich dich nicht wecken. Die Balkontür stand die ganze Zeit offen, weil du sie aufgemacht hast, Mira. Das warst du. Nein, bitte glaub mir doch. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Du bist geschlafwandelt. Wie du das oft machst, wenn du Stress hast. Letzte Woche, da hast du die Haustüre aufgemacht. Und am nächsten Morgen hast du dich gewundert, weißt du das noch? Ja. Aber letzte Woche habe ich sie nur einmal geöffnet. Ja, ist doch klar. Du hast aus Angst vor der Prüfung kein Auge zugemacht. Am nächsten Tag wolltest du weiter üben, bist aber immer wieder eingeschlafen. Dann bist du geschlafwandelt und hast die Balkontür aufgemacht. Hast du deine Tabletten genommen? Nein. Wenn ich die nehme, bekomme ich gar nichts mehr auf die Reihe. Nimm sie lieber wieder. Dann geht's dir auch besser. Dann kannst du endlich entspannt durchschlafen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Viel Erfolg noch beim Schreiben. Läuft richtig gut.